Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3 in der Pixel Remaster Version. Ja, wir haben letztens jetzt zwei Zauberschlüsselchen, also nicht zwei, sondern viele Zauberschlüsselchen uns geholt. Und mit denen werden wir jetzt nochmal ganz kurz in diese Burg zurückgehen, ja, in die Burg, und da vielleicht zwei Türchen öffnen. Man erinnert sich, ja, da gab es zwei Türchen, die man nicht öffnen konnte letztens. Und die öffnen wir jetzt einfach mal, dass wir einfach nur gucken, was es da drin so Schönes gibt. Und wir haben einen neuen Zauber und überhaupt, also dieser böse... Das wollte ich nicht. Ich bin gestrandet. Dieser böse Drache, der uns letztens so fertig gemacht hat, also der wird definitiv, also der hat überhaupt keine Chance mehr. Ja, ich lasse ihn jetzt nur noch ein bisschen Zeit, darum eideln wir jetzt erstmal ein bisschen herum mit anderen Gegenden. Ich lasse ihn einfach Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken, ob das schon das Richtige war, uns einfach anzugreifen, ja, uns mehrmals einfach zu töten, ja. Ich finde das nicht gut. Aber er wollte halt irgendwie das gerne, und das finde ich nicht gut von ihm, und deshalb werden wir ihn auch dann mit der magisch-mega-Eis-Angriffsattacke nächstes Mal töten müssen. Ja, hat dann leider Pech gehabt. Aber hilft nicht. Was soll ich meinen? Ich kann nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Ja? Kann ich auf jeden, der mich töten will, Rücksicht nehmen? Wo kämen wir denn da hin? So, wir speichern mal ganz kurz hier drüber und rein da und Stress und überhaupt so. Und ganz schnell hoch in den Raum der Tafelrunde. So, da war das nicht. Oder war das schon da? Nee, das war da dann rein, glaube ich. Oder man kann es auch nennen, das Schloss der Geheimgänge. Nee, war nicht da. Also ich nenne es das Schloss der Geheimgänge. Da auch nicht. Ach, da war es doch da. Oh Gott, ernsthaft. Okay, dann war es doch da unten. Es tut mir ja leid. So, da müssen wir nicht. Da müssen wir raus. Da müssen wir... Ja, da. Da sind wir richtig. So. Und mit einem Zauberschlüssel öffnen. Du hast die Tür geöffnet. Oh, Kisten. Feuerbuch. Eispfeil, Blitzbuch, Feuerpfeil, Süßleer, Eisbuch, Gelehrtenrobe. Okay, mit den Büchern, glaube ich, können wir ein Buch, das Kraft des Eises bringt. Ach, das kann man anlegen. Ach, und wenn ich so mache, kann man dann kommen. Ah, ja, okay. Gut, weißt du was, Bud Spencer bekommt jetzt hier die Gelehrtenrobe. Ist ja okay. Oder? Und dann bekommst du... Nix. Okay. Gut, die Bücher, keine Ahnung, brauche ich wahrscheinlich noch nicht. Aber zumindest Kisten. Kisten. So. Und die machen wir natürlich auch gleich noch. Nenne ich mit einem Eis... Ja, mit einem Eisbuch bringe ich die sicher auf. Zauberschlüssel. So. Dritter Stock. Was ist da? Ein Buch der Legenden. Ich will darüber. Ah, da ist ein Knopf. Voll fies. Einfach da so ein Knopf, oder eigentlich voll einfach. Blitzpfeil, Phönixfeder, Eishelm. Aber ich könnte ja bitte ihm jetzt hier den... Warum kann ich die nicht nehmen? Das ist ja witzig. Ich kann die echt nicht nehmen. Habe ich da echt noch keinen besseren Pfeil? Heiliger Pfeilholz? Nee, offensichtlich wirklich nicht. Okay. Moment, dann sortieren wir die Items mal. Aber ich kann die echt noch nicht nehmen? Schade, da kann ich nicht sehen, wer das nehmen kann. Na egal. Okay. Gut, jetzt haben wir aber da, glaube ich, alle Kisten, auch wenn es jetzt nicht wirklich was gebracht hat. Zwei Items fehlen mir noch. Toll, jetzt habe ich hier irgendwo, könnte ich noch zwei Items mir rausziehen. Die ich jetzt natürlich komplett nicht finde. Das ist ja ganz toll. Aber ich glaube, dass ich die erst bekomme, wenn die Leute da wieder zurück sind, oder? Und ich könnte natürlich jetzt im Thronsaal hier ein bisschen noch gucken. Ja, vielleicht hier am Thron würde ja Sinn machen. Nö. Vielleicht hat hier irgendjemand auf dem Stuhl was liegen lassen. Nö. 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 Mit Ö. Ö. Na gut. Dann einmal kurz heilen. Sehr schön. Ja, und dann... Ja, gut, dann gehen wir eben wieder, ne?
Ich gehen. Raus hier. So, da ist nix. Nein. Also ich glaube, dass ich die Items wahrscheinlich dann bekomme, wenn hier mal wieder Leben eingekehrt ist in diesem Schloss. So. Ich muss ja so aufpassen, weil jetzt habe ich so groß geredet, so quasi, dass ich den Drachen da jetzt blind töte. Aber so sicher ist das nicht, ja. Weil ich bin ja immer noch sehr... Boah, dieses Schiff ist so schnell, dass ich immer irgendwie abrutsche, quasi. So. So, haben wir jetzt? Nee, immer noch nicht. Ich möchte zumindest einmal noch leveln. Also mit Jean-Luc das Level zumindest. Wobei Jean-Luc ist eigentlich egal, wenn der jetzt levelt. Habe ich jetzt eigentlich Potions? Ich habe nicht mal Potions gekauft. Eieiei. Ich bin ja schon sehr unvorbereitet, ne? Es tut mir so leid, dass euer Horn geklaut wird. Geh weg da, ich muss da rein. Ich bin Abenteurer. Ich kann mir das nicht leisten, hier ewig warten zu müssen. So, komm. So, mach mal 98. Dann machen wir noch 2 High Potions und 2 Phönixfedern. So, sehr schön. Und einmal übernachten. 80 Gil, komm, ich rette euch. Gut, ich war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass euch das Horn geklaut wurde. Es tut mir ein bisschen leid, aber naja. So, okay. Gruppe wurde geheilt. So, wenn wir es jetzt wieder nicht schaffen, dann... Ja, weiß ich nicht, was wir dann machen. Ich meine, leveln. Huch. Aber jetzt würde mich echt interessieren, was bringt es jetzt, wenn ich hier mit dem Gieserkraut... So, wo ist denn das Gieserkraut? Wo ist denn das? Beruhigungsmittel, Lamina. Da, Gieserkraut. Oh, oh. Der fette Kokobo erscheint. Chocobo. Ich weiß nicht, warum das manchmal Kokobo sage. Chocobo natürlich. Oh, was? Ah, okay, wir haben hier... Wir haben hier offensichtlich ein logistisches Lagerproblem. Also offensichtlich kann ich irgendwann keine Items mehr tragen hier, oder wie? Aber nicht jetzt schon, oder? Es wäre jetzt interessant, ob das jetzt schon mein Maximalding... Nee, glaube ich nicht, oder? Das würde mir das Spiel ja wohl hoffentlich sagen. Na egal. Habe ich jetzt gespeichert schon, oder? Ich hoffe, dass ich nach unten komme, ohne dass ich sterbe. Okay, also wenn wir wirklich irgendwann mal Items, uns zu viele Items haben, dann müssen wir die beim fetten Chocobo lagern, offensichtlich. Juhu, wir sind aufgestiegen, sehr schön. So. So. Gut, ja, ich war kurz abwesend, ich weiß, sorry. Schaffe ich das bis ganze Runden, ohne dass ich sterbe? Oh, Cloud hat sehr viel Schaden genommen. Aber gut, wir haben zumindest jetzt alle, bis auf Bud Spencer, der ist leider der empfindlichste. Der hat immer noch unter 400, der empfindlichste ist das Ganze. Wobei, der hat jetzt... Ah, der ist auch aufgestiegen, okay. Weil der hat jetzt auch eine gute Rüstung, ist jetzt nicht so, ne? Jetzt sind wir auch über 400, also es sollte jetzt, theoretisch sollte das jetzt echt besser gehen. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ja, Tiamat ist immer gut. Tainai meine ich. Adamant, Tainai. Oh, das war... Okay, das war doch ein bisschen stark, der Angriff. Naja, geht schon. Alles gut. So, einmal dadurch. Bald sind wir da. Ich darf den Kampf natürlich jetzt nicht extrem durchrauschen, sondern... Muss der natürlich trotzdem gemächlich machen. So, einmal kurz heilen. Und einmal kurz schnell speichern. So. Und durch da. Ja, wir hatten schon das Vergnügen. Gut so. Gut so. So, dann schauen wir mal. Weißt du was? Wir haben ja dieses da, ne? Einfach mal dieses da auf alle. Nennt hier auch Antarktis Wind, ja. Wir haben jetzt auch dieses da. Eisgar.
herrlicher Schaden. Didi didi didi. Herrlicher Schaden. Herrlicher Schaden und nochmal herrlicher Schaden. Der hat das ausgehalten. Ja gut, dann machen wir eben dieselbe Runde nochmal. Komm. Geh mal nicht davon aus, dass der das auch... Der hält das nicht wirklich aus. Oh, okay. Gut. Dann... Herrlicher Schaden. War das zumindest... Na gut, dann müssen wir mit Eisra weitermachen. Ist auch okay. Nein, nicht Flammen. Flammen ist böse. Toll, schon Luke ist fast tot. Warum war... Okay, also, Gott sei Dank. Ja, der hat uns ja jetzt trotzdem mehrmals ganz schön in den Hintern getreten, dieser liebe Drache, ne? So. Könnte der jetzt wieder flammig werden? Weil der sieht ein bisschen eiskristallig jetzt aus. Moment, ich heile mich lieber. Nicht, dass da unerwartet irgendein toller Bosskampf kommt. Ah, Potion-Heilung. Jetzt haben wir gerade so viel Geld rausgeschmissen. Krieger des Lichts, die Kraft des Lichts, die dem Feuer innewohnt, will ich euch vermachen. Sieht aber eher wie ein Eiskristall aus. Der Feuerkristall schenkt der Gruppe sein Licht. Die Berufe Waldläufer, Ritter, Dieb und Gelehrter stehen neu zur Verfügung. Ach, das ist ja schön. Ach stimmt, jedes Mal, wenn wir da... Der Kristall glimmt schwach. Krieger des Lichts schlichter zwischen Schatten und Gleisen. Gebt der Welt ihre Hoffnung zurück. Ah ja. Okay. Ja, danke. Okay, der kuriert uns. Das ist jetzt toll, weil jetzt haben wir nämlich da ganz neue... Guck mal, ein Waldläufer. Okay, der kann Bögen und ich... Mhm. Ritter... Ist Ritter jetzt die Nachstufe für Krieger vielleicht, oder? Dieb? Ich werde Cloud jetzt einfach mal zum Ritter schlagen. Schauen wir mal, was das so bringt. Dieb? Und ein Gelehrter. Gelehrter könnte Bücher nehmen. Vielleicht machen wir Bad statt dem Weißmagier zum Gelehrten. Kann der Gelehrte zaubern? Müssen wir kurz gucken, weil wenn der nicht zaubern kann... Nö, kann er nicht. Okay, das ist schade, dass der Gelehrte nicht zaubern kann, weil der muss ja zaubern können. Sorry. Muss leider zaubern können. Was? Der Gelehrte könnte dann Bücher anlegen. Könnten wir den Mönch vielleicht zum Gelehrten machen? Wir probieren es mal aus. Wir machen hier ihn mal zum Gelehrten. So, gut. Ja, sehr schön. Haben wir neue Berufe? Haben wir hier jetzt alles gefunden? Ist immer ganz wichtig zu gucken. Ja, sieht gut aus. Okay, super. Yay. Nach draußen begeben? Ja, natürlich. Jetzt haben wir aber die beiden Hörner nicht. Oder haben wir die jetzt mit... Haben wir die bekommen, die beiden Hörner? Nö, dann sind die wahrscheinlich einfach wieder zurückgeflogen oder so irgendwie oder keine... Ich weiß nicht. Ich verstehe das Spiel doch auch nicht. Gut, es hört sich wieder gut an. Ja. Werte Krieger des Lichts, ihr müsst uns helfen. Was ist passiert? Doch cool, meine Heimat, sie haben uns alles genommen und jetzt, wo wir keinen Nutzen mehr für sie haben, wollen sie die Stadt anzünden. Ich flehe euch an. Was? Ja, Anführer Hein kann seinen Schwachpunkt wechseln. Nur Gelehrte vermögen es, ihn zu durchschauen. Hey ho, Gelehrte? Hammer. Jean-Luc ist ein Gelehrter. Alles gut. So, oh, die sind ja wieder da, die zwei Hörner. Danke, dass ihr uns die zwei Hörner zurückgebracht habt. Sie sind unser wertvollster Schatz. Ja, dann machen wir jetzt mal auf hier die Schatzkammer da unten. Da, guck mal. Ein Felsbrocken versperrt den Weg. Würde einer der Zwerge die Güte... Oh, das machen wir mal kurz. Aber wo war denn Tokul nochmal? Ah, das... Okay, das ist jetzt die Stadt da unten. Ja gut, da waren wir eh letztens schon. So, könntest du sprengen? Hoi ho, zum Dank sollt ihr alle unsere Schätze haben. Ich führe euch sogar stilvoll im Mondlauf hin. Auch wenn ich nicht weiß, was das heißt. Ja, das weiß ich auch nicht. Also im Moonwalk, Alter. Ernsthaft? Manche Dinge sollte man nicht übersetzen.
Ah, sehr schön. Jetzt haben sie das gesprengt. Oh. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Zeug was anfangen. Hi ho. Schauen wir mal. Heldenschild, Gisakraut. Phönixfeder, Phönixfeder, Ritterrüstung, Blitzbuch. Gelehrtenhut, Eisbuch. Gelehrtenrobe, Feuerbuch. Echokraut, Goldnadel. Panzerhandschuhe, Jagdbogen. Notausgang, Elixier. Oh, ein Elixier. Moment, Ausrüstung. Schauen wir mal. Kannst du den Jagdbogen nehmen? Alter, was kannst du eigentlich? Weißt du was? Wir lassen das mit dem Bogenschütz. Weil das wird irgendwie nichts bei ihm, habe ich das Gefühl. Spock, es tut mir leid. Das wird nichts bei dir. Oder wir machen jetzt einfach, weißt du was? Wir werden jetzt Spock, weil es egal ist, wir werden Spock jetzt mal zum Waldläufer machen. Weil ganz ehrlich, ich zaubere eh so selten. Machen wir einfach mal. Komm, wir können ja ein bisschen durchprobieren. Und wir können jetzt in Wirklichkeit auch, weil der Gelehrte ist ja eh auch hier, eher hinter... Hinten an mit Zaubern, das passt ja ganz gut. So, Cloud, ja, Panzerhandschuhe ist okay. Dann können wir auch endlich mal wieder hier alles optimieren, ohne dass ich schlechtes Gewissen habe. So, super. Ja, sollten wir jetzt nach Tokul. Haben wir gut gemacht, ne? Aber ich kaufe jetzt zuerst noch ein paar Potions. Potions. So. Ja, komm, machen wir 40. Das andere Zeug passt. Müssen wir schlafen? Warum mal Bud Spencer? Ach, das ist, stimmt, das ist voll doof. Wenn ich nämlich einmal die Klasse wechsle, dann verliert er alle MP, die er schon hatte. Also die er noch hatte. Da muss man richtig aufpassen. Und ich hoffe, ich kann irgendwann mal Ether kaufen. Irgendwie Ether habe ich noch nie gefunden hier bei dem Spiel. Das finde ich ein bisschen schade. Irgendwie mit Ö. Gut, dann fahren wir da unten nach Tokul. So, jetzt schauen wir mal, wie unsere neuen Klassen so sind. Ich frage mich ja, wie Spock Eisrad zaubern soll als Waldläufer. Das sind Studieren. Oh, Alchemie? Was ist Alchemie? Hä? Warum ist das Zeug grün? Was kann das alles? Ich bin voll überfordert. Ich mach mal studieren. So, Beschuss. Oh, wow. Das ist ja cool. Aber die können ja lauter tolle Sachen. Oh, jetzt. Das wow. Das wird ja... Oh. Ach, und Cloud kann beschützen. Das, ich studieren? Beschuss? Beschützen. Beschützt er jetzt nur sich selbst, oder was? Hier? Ah ja, okay, das ist quasi... Okay, schwach gegen Blitz, ja, ist okay. Oh, Beschuss ist so Angriff gegen... Oh! Ich bin hellauf begeistert. Bud Spencer, ich hoffe, du bist nicht traurig, dass du keinen anderen Beruf hast. Das liegt aber daran, dass ich einen Weißzauberer immer brauche. Den braucht man immer. Jetzt muss ich noch gucken, was dieses Alchemie ist. Komm, wir machen jetzt nochmal Beschützen. Ah, okay, der kann dafür keine Items nehmen. Dann nehmen wir Echokraut auf. Oder Potion. Warum sind die grün? Macht der das irgendwie besser dann, oder? Ausrüstung? Bombensplitter? Ich habe keine Ahnung, warum das Alchemie heißt. Warum das grün ist. Aber es wird schon seinen Grund haben. Bombensplitter? Oder ist Alchemie, dass das einfach nicht verloren geht? Das kann natürlich sein, ne? Das will ich jetzt noch rausfinden. Komm, tu mal ein bisschen rumdüsen. Machen wir nochmal Alchemie. So, Cloud, du tust beschützen. Du greifst an. Du machst Alchemie. Ich habe 95 Potions. Ich merke mir das mal. Nee, die hat doppelt so viel gezählt, die Potion, oder? Ja. Ich habe nur noch 94, aber die hat doppelt so viel gezählt. Okay, ja gut, das ist ja... Okay, ich verstehe. Ja, praktisch, cool. Machen wir nochmal Beschützen. Das weiß ich nämlich auch noch nicht, was Beschützen. Genau, das ist wahrscheinlich der Zieler, wahrscheinlich jetzt Aggro oder so irgendwie. Ja, diese Klasse, die finde ich eigentlich gar nicht mehr so blöd. Finde ich cool.
Gut, das mit dem Agro-Ziehen funktioniert offensichtlich sehr gut. Da steht er da, ja, der Held. Guck mal, ganz oben. Da steht er da und beschützt die Truppe. Überhaupt nicht, nämlich. Beschützen! Oder auch nicht. Ja. Gut, wobei, ja, ich weiß nicht, ob dieser eine Schaden da jetzt von Cloud ausgeht. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Ja, gut, aber dann hier in das Dorf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und für mich wird das jetzt wirklich eine Aufnahmepause. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.